kennt noch wer dieses Teil hier? Ja, ist schon ein bisschen was her. Das ist ein USB-ASP. Die habe ich mir damals gekauft, weil, hey, AT Mega 8 und es ist günstiger als ein einzelner Chip. Also holen wir mal die. Und man sieht schon, ich habe den modifiziert hier mit ein paar Kabeln und ein bisschen Heißkleber. Ja, das Ding war meine Solarsteuerung bzw. das Solarmonitoring. Hier entsprechend mit einem Spannungsteiler für die Batteriespannung und diesen Current Sense Modulen, um Strom zu messen. Und das Ganze ging dann hier in den Controller rein. Und ja, muss natürlich auch wieder raus. Dafür habe ich den USB-Anschluss genutzt, der hier dran ist. Kleines Problem Nummer 1, das ist Software USB und der Controller ist nicht dafür vorgesehen. Das heißt, das Ding ist regelmäßig einfach mal abgeraucht. Habe ich ein bisschen umschifft, indem ich den einfach ständig resettet habe und irgendwann kamen die Infos schon durch. Aber zweites Problem, USB benötigt auch noch einen PC und in der Ecke war keiner. Das heißt, auch da musste ich ein bisschen nachhelfen. Und die Nachhilfe sah hier so aus. Das ist ein altes Sony Vaion Notebook, Netbook-Gedönse. Eigentlich ein ganz tolles Teil. Ich glaube 7 Zoll bei 1600 mal irgendwas Pixel. Aber hier unten in der Ecke ist dummerweise der TFT gerissen. Das heißt, in diesem Bereich sieht man nicht mehr viel. Ansonsten erledigt er seinen Job noch relativ gut. War auch immer ein schönes Teil, vor allen Dingen, weil es halt in die Hosentasche passt. Hatte ich immer gern dabei, aber hat die letzten Jahre halt hier gefristet, um einfach nur die Messwerte entgegenzunehmen und entsprechend dann per Ethernet hier hinten mit so einem Adapter an meinen Server weiterzugeben. Problem, ja, zum einen, das Ding bräuchte dringend mal wieder ein Software-Update und das macht halt keinen Spaß. Und als ich es mir dann gekrallt habe, um das Software-Update zu machen, habe ich noch rumgedreht und man sieht hier schon so eine gewisse Lücke. Ja, der Akku hatte doch deutlich an Größe zugelegt und war kurz vorm Platzen. Den habe ich dann mal ganz schnell auf Seite getan. Ja, das Ding selber würde wahrscheinlich noch laufen, wenn man wirklich nur mit einem entsprechenden Netzteil arbeitet. Aber hey, wenn ich jetzt eh dran muss, dann machen wir es auch richtig und machen das Ganze nochmal neu. So, Steuerung neu ich. Na, wer hat's erraten? Es ist mal wieder irgendwas aus der Arduino-Ecke geworden. Ja, hier so ein Pro-Mini-Klon mal wieder. Von denen habe ich halt noch tütenweise und der hat ein paar Vorteile gegenüber dem USB-ASP. Das ist zwar prinzipiell die gleiche Architektur wie dieser USB-ASP, aber das hier ist ein 32-Kilobyte-Modell. Der USB-ASP hat nur 8 Kilobyte. Das hier hat alle Pins nach außen oder die wichtigsten Pins auf jeden Fall schon mal deutlich mehr nach außen geführt. Und ich kann entsprechend da direkt dran stecken, ohne irgendwelche Basteleien. Und ey, ich habe genügend auf Reserve, das heißt, ich kann beim Testen durchaus mal daneben hauen. Oh, was die Sensoren angeht, bei den Stromsensoren bleibe ich hier bei diesen ACS-Modulen. Das ist der ACS712T in der 20 Ampere Variante. Der hat im Prinzip zwei Stellen. Und zwar, wenn wir hier einfach mal schauen, auf der linken Seite haben wir den Strompfad. Das heißt, wir nehmen einfach ein Stromkabel, schneiden es durch, klemmen die eine Hälfte oben an, die andere unten und schon haben wir hier unser Ampermeter dazwischen. Und auf der anderen Seite sehen wir drei Pins, VCC, Ground und Out. Das Ding nimmt 5 Volt entgegen und auf Out kommt eine analoge Spannung raus, die entsprechend dem Strom entspricht. Warum jetzt hier so ein Chip und nicht über Schund oder so, wie es klassisch ist? Nun, zum einen, das Ding hier liefert mir die Daten direkt passend 0 bis 5 Volt raus. Und zum Zweiten der Messwiderstand auf der linken Strecke, die entsprechend, wo der Strom drüber geht, der ist relativ gering. Das heißt, ich sollte auch weniger Verlust haben. Zum Ausgang ist noch zu sagen, standardmäßig, wenn nichts an Strom durchgeht, liegt der bei 2,5 Volt auf dem Ausgang. Und je nachdem, in welche Richtung der Strom fließt, geht es dann bis 5 Volt hoch oder bis 0 Volt runter, beziehungsweise kurz davor ist es. Das heißt also, wir können den Strom in beide Richtungen messen und auch die Stromrichtung erkennen. Die Module gibt es im Übrigen auch in anderen Größen. Man kann auch runtergehen, ich glaube 5 Ampere gibt es noch. Da hat man zwar nicht so viel Strom, den man messen kann, aber dafür, da sich diese 5 Ampere natürlich über einen größeren Spannungsbereich erstrecken, hat man am Ende eine höhere Genauigkeit. Zur Spannungsmessung gibt es nicht viel zu sagen. Das Ganze nennt sich selbstverständlich dann wieder Spannungsteiler. Und da ich meines Wissens das Thema Spannungsteiler noch gar nicht hatte, gehen wir es gerade nochmal durch. Spannungsteiler ist im Prinzip nichts anderes als zwei Widerstände. Gehen wir einfach mal von hier dem Aufbau aus. Auf der linken Seite haben wir 15 Volt. Dann kommt ein Widerstand mit 82 Kiloohm, den nennen wir R1. Dann kommt wieder eine Leitung, wieder ein Widerstand mit 10 Kiloohm, den nennen wir R2. Und der geht auf Ground. Jetzt wissen wir noch alle, wenn wir Widerstände in Reihe schalten, dann zählen wir die einfach zusammen. Das heißt, wir können sagen, wir haben hier zusammen RGES, also R Gesamt, mit 92 Kiloohm, also 82 plus 10.
Jetzt teilt sich die Spannung aber hier zwischen auf. Und da kommt hier die Formel zum Einsatz. Vin geteilt durch RGS mal R2 ist Vout. Das heißt, wenn wir hier den Fall holen, 15 geteilt durch 92, also 82 plus 10, mal 10, dann kommt ungefähr 1,63 raus. Das heißt, wenn wir jetzt in der Mitte hingehen würden, zwischen die beiden Widerstände, mit unserer Messspitze vom Multimeter und mit der anderen einem Minuspol, also Ground, dann würden wir da ungefähr diese 1,63 Volt messen. Diese 1,63 Volt sind dabei aber, wie gesagt, von der Eingangsspannung abhängig. Das heißt, wenn wir jetzt statt 15 Volt 20 Volt benutzen, dann kommen an der Stelle 2,17 Volt raus. Und das Prinzip mache ich mir jetzt hier zunutze. Das heißt, auf der linken Seite klemmt meine Batterie dran, die dann beispielsweise 12 Volt hat. Und mein Controller in der Mitte, der bekommt nur 1, irgendwas Volt ab, kann aber zurückrechnen, wie viel Volt denn jetzt die Batterie hat. Muss man natürlich ein bisschen schauen, nämlich wenn man hier diese normalen Widerstände hat, man kann es links schon sehen, ich habe mal die Werte dazwischen geschrieben. Gehen wir einfach mal vom ersten und vom dritten aus, das sind beides 10 Kiloohm Widerstände. Ja, der erste hat in Wirklichkeit nur 9,912 Kiloohm und der dritte 9,829 Kiloohm. Das heißt, die weichen natürlich, wie auch im Datenblatt steht, entsprechend viel ab. Man kann also nicht davon ausgehen, dass man die einfach aus der Packung zieht, hey, 10 Kiloohm haue ich in meine Rechnung rein und dann passt das. Sondern man sollte mehrere Sachen machen. Zum einen sollte man nicht hier diese Widerstände benutzen, sondern besser entsprechende Präzisionswiderstände. Nicht nur, dass die von Haus aus schon mal genauer dran sind an dem Wert, die sie haben sollten, sondern es gibt noch einen weiteren Faktor, nämlich diese Widerstände sind teilweise temperaturanfällig. Das heißt also, wenn die Temperatur steigt, geht der Widerstand hoch oder runter, driftet dann weg. Was je nach Anwendungsbereich natürlich dann auch wieder zu Fehlern führen kann. Und was man auch machen sollte, ist irgendwie kalibrieren. Das heißt, entweder mindestens mal vorher, wie ich es hier gemacht habe, durchmessen und mit den echten Werten dieses Widerstands am Schluss seine Rechnung aufbauen. Oder, was sogar noch besser ist und ich auch noch gemacht habe am Schluss, man baut die Schaltung auf, entsprechend mit dem Spannungsteiler, mit dem Controller, der am Schluss da dran hängt. Und dann misst man im Prinzip auf mehreren genauen Spannungen nach, wie es denn aussieht und kann sich damit einen Korrekturfaktor berechnen. Ja, der Spannungsteiler, den habe ich mir hier dann schön zusammengebaut und man sieht vielleicht, ja, da ist noch ein Bauteil hinzugekommen, nämlich dieses kleine Glasröhrchen da. Das ist eine Diode, aber keine normale, sondern eine sogenannte Z-Diode und die wird hier zum Schutz benutzt. Denn wir haben jetzt ja hier ein festes Spannungsverhältnis. Das heißt, wenn wir auf der linken Seite X Volt reinkriegen, dann kommt in der Mitte Y Volt raus. Das Problem ist, auch wenn ich es jetzt schon relativ hoch ausgelegt habe, wenn auf der linken Seite eine Überspannung mal reinhaut, habe ich ein Problem. Denn dann habe ich in der Mitte plötzlich mehr als 5 Volt und das mag der Controller jetzt nicht so. Für mich hieße das höchstwahrscheinlich, dass der ADC da drin dicke Backen macht und ich muss den Arduino schon wieder tauschen. Muss nicht unbedingt sein. Eine Z-Diode, die hat eine ganz gewisse Besonderheit. Normalerweise funktioniert sie erstmal wie eine übliche Diode, aber in Sperrrichtung gibt es da so einen kleinen Trick. Nämlich wenn wir die hier so rum einbauen, dann haben wir ja links plus, rechts minus, wir sind in Sperrrichtung, geht ja kein Strom durch, richtig? Ja schon, aber die Z-Dioden haben eine gewisse Schwellspannung. Das heißt, sagen wir einfach mal, diese hier hätte eine Schwellspannung von 5,2 Volt, dann heißt das, dass ungefähr ab 5,2 Volt, obwohl die in Sperrrichtung ist, plötzlich doch Strom fließt. Das machen wir uns hier zunutze, wir leiten also diesen Strom ab in Richtung des Minuspols und schützen somit ein bisschen unseren Controller. Speaking of Schutz, da da Batteriespannung anliegt, müssen wir da natürlich ein bisschen schauen und ich habe hier einfach mal ein bisschen Schrumpfschlauch drum gezogen, um das Ganze zu schützen. Gibt dann auch noch ein bisschen Stabilität, dass das nicht direkt von A nach B rumwurstelt und ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. In der Mitte sieht man dieses orangene Kabel, das hat auf der anderen Seite direkt diesen Stecker, den man oben im Bild sieht. So kann ich es direkt auf die Stiftleisten vom Arduino stecken. Fehlt dann noch eins, dass wir überhaupt mal eine Grundschaltung haben, die wir einschalten können, nämlich ja Strom. Ich habe zwar Strom hier in der Schaltung, nämlich beispielsweise von meinem Solarakku, aber das sind ja so um die 12 Volt. Der Controller braucht 5 Volt. Ich bin zu faul, um jetzt suchen zu gehen, also hey, erstmal ein 7805 reingehauen. Das ist ein einfacher Linearregler, nicht sonderlich effizient, aber ja, mal schauen, vielleicht braucht die Schaltung wenig genug, dass das trotzdem noch gut geht. Bisschen Schrumpfschlauch um die Beinchen, sodass wir da wieder keine Kurzschlüsse produzieren. Wie gesagt, da hängt ein Solarakku dran. Der hat zwar eine Sicherung, aber die löst halt nicht ganz so schnell aus. Und dann kann der auch in die Schaltung. Fehlt da noch ein Punkt. Ja, wie bekommen wir die Daten in den PC?
So ein Arduino, beziehungsweise hier dieser Nachbau, der hat von Haus aus lediglich eine serielle Schnittstelle, beziehungsweise mit einem entsprechenden Adapter eine USB-Schnittstelle. Stehe ich wieder vor dem Problem wie vorher, habe ich in der Ecke nicht, sollte was anderes sein. Eine Möglichkeit, das zu erledigen, wäre jetzt so ein ESP-Modul, diese ESP82 schieß mich tot, kleine WLAN-Module, aber die brauchen relativ viel Strom und zudem WLAN, wenn es um Messgeräte geht, muss das nicht unbedingt sein, da hätte ich lieber was anderes. Fündig geworden bin ich in meiner Bastelkiste, nämlich diese Teile hier. Ja, man kann es schon erkennen, da ist so eine Netzwerkbuchse und ja, genau das ist das auch. Im Prinzip eine kleine Netzwerkkarte für Mikrocontroller. Die ist nicht sehr leistungsfähig, sie ist nicht unbedingt schön gebaut, aber sie wird wohl irgendwie ihren Job tun. Ich hatte die vor einiger Zeit mal gekauft und habe sie dann irgendwie in die Kiste geschmissen, weil ich irgendwie frustriert aufgegeben habe, die ans Laufen zu bekommen. Aber inzwischen ist da etwas Zeit vergangen. Ich habe wieder ein bisschen mehr dazugelernt. Vielleicht kriege ich ja den Fehler raus. Zu den technischen Daten. Auf der rechten Seite der Netzwerkanschluss, der ist relativ übersichtlich. Der macht maximal 10 Mbit, also weit entfernt von schnellem Internet. Aber für ein paar Messwerte ist das natürlich mehr als ausreichend. Und vor allen Dingen müssen wir auch bedenken, der Arduino selber wäre gar nicht in der Lage, schnellere Datenströme zu liefern oder entsprechend entgegenzunehmen. Auf der anderen Seite haben wir entsprechend die Anschlüsse. Das ist datenmäßig ein SPI, das heißt, wird einfach seriell angesprochen. Und die komplette Übertragung läuft über den IC, der hier auf dem Modul drauf ist. Das heißt, wir müssen uns selber nicht um den ganzen Gerümpel da kümmern. Ein Nachteil hat allerdings das Modul, nämlich die Stromversorgung. Der Chip, der hier drauf ist, der kann zwar auf den Datenpins bis zu 5 Volt akzeptieren, als eigentliche Stromversorgung sind wir aber auf der 3,3 Volt Ebene aktiv. Das heißt also, ja, Problem, ich brauche 3,3 Volt, ich habe keine. Lösen muss es dann wieder mal ein Linearregler, hier diese AMS1117, beziehungsweise ich schätze mal, dass das hier keine Original sind. Aber auch hier diese Nachbauten, die können 3,3 Volt ausgeben, entsprechend Linearregler. Ich schätze, vom Strom wird das funktionieren, das Modul selber wird nicht ganz so viel benötigen. Und was ich auch noch zur Sicherheit machen werde, ist als Eingangsspannung nicht direkt die Akkuspannung zu verwenden, sondern die 5 Volt Schiene. Dann teilt sich die Last, die in Wärme abgeführt werden muss, auf die beiden Linearregler auf und ich habe nicht an einer Stelle so einen Hotspot. So, ist ja alles fertig, oder? Ja, okay, gut. Sieht ein bisschen chaotisch aus. Und ich rede jetzt von der Schaltung und nicht vom Rest vom Tisch natürlich. Das heißt, wir müssen das Ganze irgendwie noch ans Stück bekommen und ja, dafür benutze ich einfach das hier. Das ist, wie man unschwer erkennen kann, eine alte Platine. Habe ich mal probiert, was zu ätzen, aber ja, man kann es wahrscheinlich sehen. Hab's schön spiegelverkehrt gemacht. Das waren so meine ersten Ätzversuche. Schon viele Jahre her, aber die Rückseite können wir noch benutzen. Da kann ich einfach meine Module drauf festschrauben und die Kupferseite interessiert uns gar nicht. Ja, machen wir mal ein bisschen Softwarekunde. Fangen wir einfach hier unten erstmal an beim Setup. Ist am einfachsten, das logisch durchzugehen. Da haben wir erstmal die analogen Eingänge, die stelle ich auf Input, ist eigentlich nicht nötig, aber sicher ist sicher. Pin 10 ist auf Output, das Ding schaltet um, wenn gewisse Grenzspannungen überschritten werden, das ist mehr oder weniger so ein Trigger. Habe ich mal damals überlegt, ja, eventuell für Zuschaltung von einem Netzteil zu nutzen, im Moment nutze ich es einfach nur für eine LED, um mich zu warnen. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Pin 13 ist die interne LED, die kann im Moment einfach als Output dienen, zumindest mal bis Ethernet läuft, weil die Ethernet-Module arbeiten mit SPI und Pin 13 ist zwingend die Clock. Dann machen wir eine serielle Verbindung auf, 115200, relativ schnell, sodass der Controller nicht ganz so lange beschäftigt ist, damit die Daten zu senden. Geben einen kurzen Bootcode, dass ich das Ding am PC identifizieren kann und dann geht's weiter. Als Variablen haben wir Nexttime, da steht die aktuelle Zeit erstmal drin. Wir haben ein LED-State, um uns zu merken, ob die Pin 13 gerade an oder aus ist. Mit dem Last-NT-State und HTTP-CNT kommen wir gleich zu. In der Loop fangen wir dann an, dass wir wieder ein paar Variablen deklarieren und dann geht es schon los. Wir lesen nämlich erstmal Volt. GetVolt 0, GetVolt 1, das sind die ersten beiden Kanäle. Das ist erstmal die Spannung von meiner Batterie und die Spannung von der Lastschiene. GetVolt nutzt dabei hier eine Funktion, die macht erstmal ein AnalogReadMean. AnalogReadMean heißt einfach nur, dass er 5 Lesevorgänge macht und die mittelt, sodass wir da ein bisschen weniger Rauschen drin haben. Und wenn er das gemacht hat, dann fügt er hier diesen Korrekt-Port ein. Das heißt, wir haben hier oben eine entsprechende Zahl und das ist das Verhältnis der Widerstände zueinander, also sozusagen
das Ergebnis meines Spannungsteilers. Wir haben also am Schluss hier drin die Spannung, beziehungsweise Stern, es ist nicht direkt die Spannung in Volt, sondern es ist die Spannung in mal 10 Millivolt. Das heißt also, wenn da 100 steht, dann entspricht das 1 Volt. 10 wären 100 Millivolt und 1 wären 10 Millivolt. Habe ich genutzt, um mir das Ganze zu vereinfachen, spart mir hier mit Float rumzuhantieren. Reicht ein Anzeigend Int und gut ist. Als nächstes lesen wir hier die Ampere. Das sind 4 Ampere Kanäle. Alles als Float direkt. Ampere funktioniert ungefähr gleich. Er nutzt auch diese Analog Read Mean. Und der Rest der Formel ist im Prinzip, um den Wert des Sensors, den der zurückgibt, umzurechnen in Ampere. Ist eine fertige Formel, die gibt es im Internet zuhauf. Und am Schluss kommt halt passendes Float raus. Gemessen wird dabei der Strom, der vom Solarmodul reinkommt, der Strom Batterie rein raus, beziehungsweise Batterie rein raus, eher gesagt Richtung Laderegler, denn direkt an der Batterie hängt auch noch ein Inverter und so. Die gehen nicht darüber. Da wären dann meine 20 Ampere, die das Modul ab kann, ein bisschen wenig, aber im Normalbetrieb geht das. Und PS1, PS2, das wäre vorgesehen für meine Netzteile, ist momentan noch nicht implementiert. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Am Schluss wird noch ausgerechnet der Ausgang, also was in Richtung Out geht. Als nächstes haben wir hier dieses NT-State, da geht es um den Pin 10. Wenn wir über 14 Volt sind, dann wird der Pin 10 ausgeschaltet. Wenn wir dann wieder runterfallen unter 11,5 Volt, wird die LED wieder eingeschaltet. Das heißt im Prinzip, wenn die LED an ist, dann muss ich gucken, dass ich mal langsam mein Netzteil dran kriege. Unter 11,5 Volt möchte ich möglichst nicht gehen. Man sagt zwar normalerweise bis so 10,8 kann man runtergehen. Aber ich habe lieber ein bisschen mehr Sicherheitspuffer und je weniger man die entlädt, die Bleiakkus, desto länger halten sie auch. Und ich möchte sie möglichst dann erstmal wieder vollladen. Das heißt, erst ab 14 Volt geht die LED aus, um mir zu signalisieren, okay, die Akkus sind wieder voll, ich kann wieder umklemmen, sodass ich aus der Batterie bzw. direkt dem Solarsystem versorge und nicht über Netzteil. Das nächste ist dann ein bisschen chaotisch. Und zwar haben wir ja Next Time haben wir Millis reingetragen. Und wenn das gleich kleiner gleich Millis ist, dann gehen wir hier rein. Also, wenn wir gebootet haben, direkt. Wir zählen dann HTTP, CNT hoch. Das wird später noch interessant, wenn wir Ethernet hinzufügen. Momentan ist es noch nicht groß in Benutzung. Wir toggeln die LED entsprechend High oder Low, je nachdem Gegenteil von dem, was wir vorher hatten. Und ja, ich weiß, könnte man auch mit XOR schreiben, wäre wahrscheinlich auch einfacher. Da habe ich gerade keine Lust drauf nachzugucken, wie man das hier nochmal schreibt. Dann geht der UART hin und schickt im Prinzip alle Messwerte erst einmal. Die Volt-Bat, Volt-Out, Sol-Bat, PS1, PS2 und so weiter und so fort. Alles erst einmal raus damit. Und hey, wir haben ja die Rechenzeit. Kann er auch direkt mehr oder weniger Watt ausrechnen. Ja, ich weiß, ist VA, aber ich habe nur zwei Buchstaben und so, ne? Ja, die Wattzahlen werden alle ausgerechnet, zusammengerechnet. Es werden noch diverse Sub-Sachen, die ich für interessant erachte, mal berechnet. Ob ich sie nutze am Schluss, mal schauen. Dann kommt am Schluss noch die Graute hinterher, die signalisiert mir, okay, Datenpaket zu Ende. Und hier ist die Magie. Next Time ist Millis plus 500. Das heißt, dieser Abschnitt hier wird erst in 500 Millisekunden wieder ausgeführt. Das heißt, alle 500 Millisekunden bekomme ich jetzt mein Statuspaket. Könnte man natürlich auch mit einer Library wie beispielsweise Timed Action machen. Das wäre wahrscheinlich auch eine Idee. Vor allen Dingen, weil man dann zwischendrin schlafen könnte. Aber ich habe da vor, noch ein paar mehr Sachen zu implementieren, die es ohnehin erfordern, dass der Controller ständig läuft. Von daher ist das mit dem Schlafmodus jetzt nicht ganz so hilfreich dann. Und ja, damit wären wir hier im Prinzip mit dem hier schon durch. Da unten sind nur noch die Funktionen gewesen und ja, ich habe das dann hochgeladen, bisschen hin und her getestet, um die Fehler auszumerzen und funktioniert zumindest mal so theoretisch. Ich habe richtige Spannungen rausbekommen und ja, ich würde mal sagen, funktioniert. Ist aber nicht ganz das, was ich möchte, denn naja, seriell, schön, hilft mir nichts, könnte ich zwar über weitere Strecken ziehen, dann müsste ich am Server wieder mit einem seriellen USB-Wandler arbeiten und ja, mit denen stehe ich so chronisch irgendwie auf Kriegsfuß. Ich habe es bis heute noch nicht geschafft, eine persistentes Mapping da hinzubekommen, weil die meisten, die haben keine Seriennummern gesetzt und solche Späße und ja, das ist alles ein Krampf. Also, ja, was haben wir gesagt? Ich habe noch ein paar Netzwerkmodule. Was habe ich also gemacht? Bin hingegangen, habe mir wieder ein paar Codes auseinanderkopiert
und auf Basis der Library Ethercard mir diesen Sketch hier erstellt. Im Prinzip dasselbe, nur nochmal erweitert. Oben laden wir erstmal Ethercard, das ist die Library, um das Ethernet-Modul anzusteuern. Setzen uns selber eine MAC-Adresse, die muss einmalig im lokalen Netzwerk sein. Als nächstes folgt jetzt hier in procmem und HISIP eine IP-Adresse. Das ist die IP-Adresse von meinem Server, wo die Daten hingeschickt werden sollen, denn hier das Modul macht Push. Das heißt, in regelmäßigen Abständen schickt der hier die Daten an meinen Server und ja, so bleibt das Ganze auf einen aktuellen Stand da. Wir haben wieder hier die Correct. Setup ist auch ähnlich, nur dass Pin 13 halt mit der LED wegfällt. Und hier geht es dann los. Wir initialisieren erstmal das Ethernet-Modul mit der MAC-Adresse, machen dann DHCP-Setup, das heißt, er zieht sich bei DHCP eine IP. Man kann es auch feste im Code festlegen, aber mir ist das relativ egal, wo jetzt gerade dieses Ding rumwurschtelt. Kopieren dann diese Ethernet-IP direkt in den Puffer, die wir oben gesetzt haben. Man kann auch ein DNS-Lookup machen und mit Webseite arbeiten, aber braucht unnötig Speicher und ich kenne meine IP, von daher passt das. Danach hier dieses Etherprint-IP, das gibt per seriellem Anschluss nochmal die IP-Adresse, Subnet Mask, Gateway, DNS-Server und so weiter aus. Und ich sehe gerade, hier habe ich sogar einen Bug drin. Haha, das muss natürlich weiter hoch, denn das Paket wird erst danach beendet. Und dann kommen wir in die Schleife wieder rein. Bei Loop haben wir erst einmal hier dieses Ether.PacketLoop. Damit wird alles, was mit Ethernet zu tun hat, erstmal ausgeführt, abgearbeitet. Das heißt also Versenden von Paketen, Empfangen von Ethernet-Paketen, das läuft alles hier erstmal ab. Wenn Session gesetzt ist, das heißt irgendwas aktiv ist, dann wird bei einer gültigen Rückantwort die Antwort geschrieben auf dem seriellen Anschluss. Das im Prinzip nur für Debugging-Zwecke wirklich gebraucht wird, in der Praxis eigentlich nicht. Aber so kann ich halt schneller sehen, wenn ein Fehler aufgetreten ist, was hat der Server mir denn zurückgeschickt. Ja, der Rest ist erstmal gleich, bis wir dann hier unten hinkommen. Hier wird nämlich erstmal gezählt, ist HTTP-Count über 6. 6 mal 500 Millisekunden macht 3 Sekunden, das heißt, alle 3 Sekunden mache ich hier den Befehl. Und Serial Print Line verrät ja schon, was ich mache, nämlich ein HTTP-Post. Dazu kreieren wir erstmal einen Stash. Stash heißt in dem Fall, er nutzt den RAM von dem Ethernet-Modul, um da sein Paket zusammenzubauen, denn ja, der RAM auf dem Arduino ist halt extrem beschränkt. Da haben wir 2 Kilobyte und ja, jedes bisschen hilft uns da. Also warum nicht den von Ethernet-Modul nutzen? Im Prinzip bauen wir jetzt hier unsere Post-Daten zusammen. Es ist eigentlich gleich der Ausgabe auf der seriellen Konsole, nur dass wir es mit und hintereinander hängen. Und das wird alles, wie gesagt, in diesen Stash, in dieses RAM vom Ethernet-Modul gespeichert. Danach machen wir dann noch einen Post-Request, Post auf die IP-Adresse /solar.php. Wichtig dabei, bei vielen Sachen im Internet fehlt hier diese Zeile mit dem Content-Type. Wenn man die nicht mitschickt, dann kann PHP mit dem Post-Request nichts anfangen. Wenn ihr andere Programmiersprachen benutzt, funktioniert es wahrscheinlich. Aber bei PHP ist die notwendig, um $_poster zu bekommen. Warum hier hinten stash-size-2 ist, weiß ich jetzt selber nicht mehr. Ich meine, ich hatte das mal verglichen und stash-size hat immer irgendwie 2 Byte zu viel ausgegeben. Dürfte eigentlich nicht ganz so viel ausmachen, aber man müsste selber probieren. Danach senden wir das ganze Paket, machen entsprechend damit die Sitzung auf und dann kommen wir in die üblen Hacks. Ja, das Problem ist, auch das Ethernet-Modul ist halt, sagen wir mal, suboptimal implementiert. In meinem Fall führt das nämlich zu einem kleinen Problem. Ich sende ja alle 3 Sekunden. Jetzt ist allerdings das Modul lahm, um es mal so auszudrücken. Das heißt, es kommt ab und zu schon mal vor, dass ich den Post-Request sende, aber die Antwort ist nicht schnell genug. Und jetzt baue ich mir gerade schon den nächsten Post-Request nach 3 Sekunden zusammen und in dem Moment kommt die Antwort rein und überschreibt mir meine Daten, die ich mir zusammengebaut habe. Und danach ist irgendwie RAM-Chaos und alles ist kaputt. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas Neues. Offizieller Lösungsanschlag, mach halt langsamer. Ich glaube, irgendeiner hatte geschrieben, bei hier solchen Requests so 10-15 Sekunden Abstand. Möchte ich aber eigentlich eher weniger, weil gerade bei den Leistungsdaten, also wie viel Last ich gerade drauf habe, würde ich es gerne möglichst schnell sehen. Denn ab und zu mache ich halt damit auch mehr oder weniger recht krude Messungen. Das heißt, einfach mal einen LED-Streifen dranhängen und ja, wie viel zieht er denn jetzt ungefähr? Also wie viel steigt jetzt mein Verbrauch an und da möchte ich nicht 15 Sekunden warten. Deswegen gehe ich hier einfach hin, gucke mir diesen Stash an und wenn da der Free Count zu klein wird, das heißt irgendwie der Puffer voller ist als
es eigentlich sein dürfte, weil ja, der wird eigentlich wieder freigemacht, sobald ich abgesendet habe. Von daher sollte da eigentlich nie wirklich mehr drin sein als die eine Antwort. Wenn der also zur Neige geht, dann lösche ich einfach den kompletten Puffer von dem Ethernet-Modul und ja, mache dann neu. Ist keine schöne Lösung, aber immerhin, er stürzt nicht ab, läuft noch irgendwie durch. Ich verliere im Zweifelsfall dann da mal einen Messwert, aber es geht noch. Ja, ansonsten, wenn das gemacht wurde, ist HTTP-CNT natürlich wieder 0. Das heißt, er fängt wieder an, neu bis 6 zu zählen, alle 500 Millisekunden. Also, nach 3 Sekunden geht's wieder los und der Rest ist einfach identisch. Auf der Serverseite sieht das Ganze relativ dünn aus. Erstmal gehe ich hin und packe den ganzen Post und packe den in eine Datei rein, sodass ich da entsprechend ja, was zum Lesen lokal auf dem Server habe. Und zusätzlich gehe ich hin und schicke die Werte, die ich hier genannt habe, VB, VO, WO, W1, W2 an meinen Volkszähler. Ist ein bisschen hackerisch, im Prinzip macht er nur einen HTTP-Aufruf. Ich gehe hier nochmal einen Umweg über die Konsole und WGET, weil es dann asynchron laufen kann und ich keine Lust hatte, das noch in PHP zu basteln. Das Skript kommt normal keiner dran, denke ich, hoffe ich, ist eigentlich mehrfach geschützt, von daher, wird schon schief gehen. Rückgabe ist einfach nur okay mit dem aktuellen Timestamp, sodass ich in der seriellen Konsole mir das angucken kann. Lokal auf dem Server kommt dann noch hinzu, dass ich hier entsprechend ein Dump-Skript habe, damit kann ich mir hier diese Datei mit den letzten Daten entsprechend auslesen und mir die einzelnen Werte anzeigen lassen. Macht das Debugging einfacher. Das heißt, wenn ich da irgendwie bei meiner Verbindung Richtung Volkszähler ein Problem habe, kann ich es hier trotzdem noch sehen. Wenn wir im Browser dann drauf gucken, sieht es momentan hier so aus. Direktzugriff mit dem aktuellen Stand der Seite, wann die geladen wurde, wann die letzten Daten erkannt wurden, die gesendet wurden an meinen Server. Das geht entsprechend über die File M-Time. Das ist in dem Fall einfach nur die Modifikationszeit dieser Datendatei. Und hier sehen wir die einzelnen Messwerte, was da rauskommt. Wir sehen beispielsweise, hey, meine Batterie ist gerade bei 11,95 Volt. Lastschiene 11,4 Volt. Kommt ungefähr hin, dürfte eine Diode sein. Und was wir ja auch sehen, Strombatterie, Stromnetzteil. Da habe ich im Moment Testlastschienen angeschmissen. Und die können wir hier entsprechend auch sehen. Sehr schön. Was natürlich nicht ganz stimmt, die sind noch minus irgendwie. Ja, die müsste ich da mal richtig rum anklemmen. Aber, auch wenn wir auf den Volkszähler rübergehen, aber wenn wir hier drauf schauen, wir haben schon mal Werte. Ist ein bisschen chaotisch momentan, vor allen Dingen, ja, weil meine Last dann plötzlich mal negativ geht. Mal schauen, wir hatten hier dann plötzlich mal so minus 40 Watt. Nee, nicht ganz. Das hier ist realistischer. 30 Watt, die momentan da auf der Lastschiene sind. Man sieht so eine schöne Kurve, die nach unten geht. Dem Ding hängt gerade ein Akkuladegerät dran und ich schätze mal, der Akku wird langsam voller, deswegen braucht er weniger Strom. Und oben in grün und rot sehen wir die Solarspannung. Die lief eigentlich auch über den Tag. Moment, können wir den hier über den Tag plotten. Genau, hier kann man auch schön sehen, wie hier die Solarspannung sinkt. Die Spannung Test, das ist die Ausgangsspannung gestiegen. Da habe ich dann umgeklemmt auf Netzteil. Entsprechend steigt hier die Spannung am Ausgang auf 13,7 Volt. Der Akku erholt sich langsam wieder. Das kommt ungefähr hin, 8 Uhr. Ich glaube, die Uhr geht, glaube ich, 2 Stunden falsch. Und dann hier sind wir dann irgendwo 7.30 Uhr rum. Boah, kommt hin. Da hat sich dann die Sonne so langsam gezeigt. Und da dachte ich mir, schalte mal wieder zurück. Man sieht, ich habe hier wieder zurückgeklemmt. Die Spannung sinkt. Und jetzt sehen wir, dass hier die Werte relativ konstant einander folgen. Wenn mal die Sonne rauskommt, geht es mal ein bisschen hoch, wenn die Sonne nicht mehr raus ist. Wenn wir mal hier mal über den Tag plotten, dann hat man so im Durchschnitt eine Spannung von 13 Volt, maximal 13,7. Also, sie sehen gar nicht so schlecht aus. Jetzt ist hier hinten, sieht man gerade, dass aktuell die Akkuspannung am Sinken ist. Draußen wird es dunkel. Das heißt, ja, jetzt ziehe ich quasi nur noch aus dem Akku und entsprechend sinkt die Spannung. Ich schätze mal, da muss ich dann gleich wieder umklemmen gehen. Ist halt im Winter nicht so das perfekte Solarwetter, aber ich habe wieder Statistiken, ich kann mich wieder mit Zahlen hier voll laufen lassen. So, und damit wäre das Ding dann auch fertig. Gibt natürlich so ein paar Punkte, die ein bisschen verbesserungswürdig sind, wäre ja schlimm, wenn nicht, sonst hätte ich ja nichts mehr zu tun. Ein wichtiger Punkt ist hier hinten der 7805, der Spannungsregler. Wir reden hier von etwa 200-250 mA, ja, der wird schon relativ gut warm, man sieht ja da unten. Der hat sich schon von seinem wunderbaren Heißklebebett entfernt. Ich habe jetzt mal hier so eine Fahne dran gemacht.
Also er schaltet nicht ab und geht nicht runter, aber er wird halt deutlich wärmer als der Rest. Könnt gleich noch mal drauf schauen. Eventuell, dass ich da noch irgendwie einen Schaltregler hinmache. Nee, macht wahrscheinlich Sinn. Recht gut funktioniert das 3,3 Volt Modul, das hatte ich mir eher Probleme ausgerechnet. Aber ja, das bleibt halbwegs kühl und versorgt die Netzwerkkarte. Netzwerkkarte hatte ich ja schon gesagt, nee, so schön ist sie nicht, aber immerhin, es funktioniert und ja. Was ich noch machen muss, hinten sieht man ja schon die Bohrung, da muss auf jeden Fall noch ein Ampere-Sensor zusätzlich hin, um die Stromfähigkeit noch ein bisschen zu erhöhen. Hier sind zwar bis 20 Ampere spezifiziert, aber ob ich über die kleinen ICs hier wirklich 20 Ampere dauerhaft drüber geben möchte, ich glaube nicht. Und ja, gerade beim Ausgangsstrom könnte durchaus sein, dass man da mal in die Richtung 20 Ampere gehen. Zumindest mal dann, wenn ich hier zu Hause bin und irgendwelche größeren Sachen anhabe. Gerade Laptop oder sowas, wenn die an der 12 Volt Schiene sind, das kann schon ein bisschen was ziehen. 230 Volt Schiene, also Inverter, hängt da nicht mit dran. Den messe ich, wenn auf der 230 Volt Seite, dass ich mir dann so einen S0 Zähler hinmache. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik, den nutze ich ohnehin, wenn nur per Hand. Und wenn wir jetzt mal hier drauf schauen, dann sehen wir hier unten auch schon den etwas warmen Punkt. Ja, 57, 58 Grad, das ist natürlich der entsprechende Linearregler. Ist jetzt temperaturtechnisch sicher nicht so schön, aber geht noch. Ansonsten, wenn wir rund gucken, der Ethernet Controller 34, 35 Grad und ja, hier oben sehen wir so ein bisschen durchschimmern. Bei 32, 33 Grad den 3,3 Volt Linearregler, das geht, denke ich, noch. Auch wenn wir hochgehen, ich habe im Moment 5 Ampere auf einem von den Current-Sensoren drauf. Da können wir sehen, der ist hier bei 27, 28 Grad. Das ist überschaubar, würde ich behaupten. Und eine weitere Sache, die ich noch machen muss. Momentan sieht man hier den USB-Konverter, den ich drauf gesteckt habe. Der ist jetzt zum Programmieren. Der soll am Ende wegfallen. Stattdessen kommt da was anderes hin. Nämlich, aktuell habe ich nur 2 Stellen, an denen ich die Spannung messe. Nämlich die Spannung der Batterie hier. Und auf der Seite haben wir die Ausgangsspannung, die entsprechend dann hier ins Netz geht, auf meine Verteilung. Mit dem Hintergedanken, wenn ich per Netzteil versorge, dann kann es durchaus sein, dass die Outspannung höher ist als die Batteriespannung. Die sind dann nochmal getrennt oder werden dann getrennt. Was mir allerdings fehlt, ist die Spannung von den Solarpanels. Das heißt, die einzelnen Module oder die Modulgesamtspannung. Im Moment ist es nur Gesamtspannung, weil ich ihn nicht getrennt ansteuere. Das Problem ist, der Solarladeregler, der momentan am Einsatz ist, der also die Verbindung zwischen der Solarzelle und der Batterie hier herstellt, der schaltet Low Side. Das heißt, ich habe keine gemeinsame Masse. Entsprechend ist das relativ schwer, da eine Messung vorzunehmen, weil, ja, wenn ich hier drüber messen würde, über die ADCs, bräuchte ich halt erstmal eine Masse und das geht halt nicht. Ich habe da schon mal was rausprobiert mit einem externen Sensor, der dann getrennt angesteuert wird und per UART seine Daten hier hinsendet. Das soll entsprechend hier noch dran. Das wird auf jeden Fall noch ein eigenes Video geben, weil da gibt es jede Menge Tücken und Tricks, die man da beachten muss. Und ja, ich denke mal, es sollte kein so großes Problem sein, das noch in den Code zusätzlich einzubauen. Ansonsten, was mich noch ein bisschen gestört hat, Pin 13 ist ja für SCK vorgesehen. Das heißt, den kann ich nicht als Status-LED benutzen. Aber ja, durch die Clock-Signale, die wir hier haben vom Ethernet-Modul, kann man durchaus erahnen, dass die Kiste noch korrekt funktioniert. Und ich würde mal sagen, bauen wir ein. Ja, was jetzt noch fehlt, ist natürlich das echte Solarsystem anzuklemmen. Ich habe zwar die Batteriespannung und die Ausgangsspannung dran, aber die Stromschienen halt nicht. Da muss ich noch schauen. Zum einen, hier brauche ich solche Spade Connector, die also auf beiden Seiten mehr oder weniger nach unten gehen, um das Ganze richtig zu befestigen. Und was ich auch noch gucken muss, ist, um Strommesser einzubauen, der muss ja da in die Serie. Das heißt, ich muss meine Solaranlage runterfahren dafür und das möchte ich jetzt ungern, solange im Moment noch die Sonne halbwegs scheint. Also es ist dann eher etwas, was ich durchführen werde, wenn mal größer Schnee liegt oder so. Aber immerhin, ich habe schon mal die Akkuspannung. Das war für mich das Wichtigste, dass ich die wieder zuverlässig remote ablesen kann. Und oben kann man sehen, ich habe so ein paar Schienen dran gehangen. Das sind so die, die momentan am meisten in Verwendung sind. Das heißt, ich habe auch zumindest mal grobe Laststatistiken. Und das soll es dann auch soweit erstmal sein. Das Ding läuft jetzt seit ein paar Tagen. Bisher gab es keinen Ausfall. Also können wir, denke ich, festhalten, dass das Ding hier mal zuverlässiger ist als die vorherige Lösung. Und ja, wie gesagt, bis jetzt tut's, was es soll.